Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr seht, es kommt dann ein Anruf an, aber kurz will ich euch mal sagen, was ist hier überhaupt los? Es gibt ein neues Spiel, ein neues angezockt, und zwar den Prison Architect. Und ich mag ja Manager-Spiele. Und auch wenn jetzt vielleicht das Setting ein bisschen kurios ist, aber auch Prison Architect ist ein Manager-Spiel. Deswegen gehen wir einfach mal ran und schauen, was er da so von uns will. Ein schwerer Weg. Ja. In diesem Gefängnis befindet sich ein Häftling, der eines Doppelmordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer zu bauen, die rechtzeitig den größten Tag dieses Kerls fertig werden muss. Also ist hier die Kampagne, die allererste Mission, wie immer, noch kein Sekündchen gezockt. Und hier soll die neue Anlage gebaut werden, das kriegen wir doch hin. Wir haben Regeln, müssen wir zuerst das Gebäude bauen mit ausreichend Platz für einen Hinrichtungsraum und eine Verwahrungszelle. Ja, legen wir los. Bauen Sie ein neues Gebäude. Alles klar. Wie mache ich das? Wir brauchen einen Eingang für die neue Hinrichtungsanlage. Ja, das macht Sinn. Bauen Sie eine große Gefängnistür in der Südwand ein. Also, hier. Fundament. Gebäude. Gemauert. Gebäude Beton. Gemauert ist schöner. Warte mal, was kostet das? Das ist Kurbriff, denke ich mal. Alles klar. So. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Tür, wie er gesagt hat. Zack. So, machen wir weg. Was will er jetzt von uns? Ja, weil sie sind für den Bau von Gebäuden zuständig. Jo, das ist wahrscheinlich hier im Lagerraum. Sie holen Stahl und Beton aus dem Lagerraum und bringen ihn zur Baustelle. Mit diesen Rohmaterialien bauen sie das Fundament und das Rahmenwerk ihres neuen Gebäudes. Dieser Bauabschnitt dauert am längsten, deshalb sollten Sie beim Bau von neuen Anlagen vorausplanen. Sehen Sie sich einmal um, während wir warten mit WASD oder den Pfeiltasten, können Sie sich herumbewegen oder mit dem Auswahl heran und raussuchen. Ja, dann schauen wir doch uns mal wirklich ein bisschen um. Hier ist der Lagerraum, wie er das schon gesagt hat, da ist Stahl und alles drin. Dann haben wir hier wohl ein paar Zellen. Da sind die Türen offen. Ist das so gewollt? Vielleicht, dass sie duschen können. Macht ja irgendwo Sinn. Die sind hier abgeschottet. Die dürfen gerade offiziell scheinbar nicht duschen. Kann er nicht öffnen. Okay. In dem Gebäude brauche ich einen Zelle und einen Hinrichtungsraum. Teilen Sie den verfügbaren Platz auf, indem Sie Ziegelwände bauen. Alles klar. Also. Sehr schön, dass man hier so am Anfang ein bisschen rangeführt wird. Das macht es in der Tat ehrlicherweise ein bisschen leichter. Habe ich. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich wieder hier die fleißigen Helferlein. Genau so ist es. Und jetzt machen hier mal da. Da gibt es eine schnellere Funktion. Schauen wir, wie der so arbeitet. So baut man die Ziegelwand hoch. In der Realität schaut es exakt genauso aus. Da seht ihr keinen Unterschied merken. Der anderen kommt von. Wo kommt ihr denn her? Ne, da kann es nicht sein. Aus der Kantine? Wo geht ihr hin? Egal. Jetzt setzen die großen Gefängnistür in die Trennwände ein. Jo, alles klar. Sie können ein Objekt drehen, bevor sie es platzieren, indem sie entweder mit der mittleren Maustaste oder R drücken. Alles klar, krieg ich hin. Große Gefängnistür. Ja, also das Baumenü funktioniert super einfach. Da fehlt sich gar nichts. Wie gesagt, ich mag ja solche Manager-Spiele wirklich saugern. Und wie gesagt, auch wenn das Thema jetzt ein bisschen vielleicht kurios auf dem ersten Moment mal erscheint, aber an sich kann man damit gut arbeiten, muss ich sagen. So, wo kommt ihr denn jetzt immer her? Wo kommt der Arbeiter? Der Arbeiter, ach so, da ist der Lieferungsraum. Aha, da wird es angeliefert wahrscheinlich. So, jetzt macht er hier die Tür fest. Zack. Ich glaube, Lampen brauchen die auch noch. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir mit dem vorhandenen Platz Räume zuweisen. Weise im kleineren Bereich eine Zelle zu, in der Verurteilte wohnen wird. Dann weise sie im größeren Bereich den Hinrichtungsraum zu. Da kriege ich hin. Räume. Zelle. Du bist die Zelle. Und der große ist natürlich der Hinrichtungsraum. Da muss ordentlich Platz rein.
Die Nörner müssen Voraussetzungen erfüllt werden, bevor sie in Betrieb genommen werden können. Jo. Die Zelle braucht ein Bett und eine Toilette. Der Einrichtungsraum braucht einen elektrischen Stuhl. Das macht Sinn. Also. Bett. Dann natürlich muss auch der, bevor es natürlich zum Ende hingeht, nochmal groß dürfen, weil sonst geht alles, schießt alles unten raus und das will keiner sehen. So, und der elektrische Stuhl selbstverständlich auch. So. Schauen wir mal, wie jetzt hier gleich kommen und hier werkeln. Der macht natürlich den elektrischen Stuhl fertig. Ist ja Mordsaufwand. Naja, wohl auch doch nicht. Alter, was für eine Maschine, der einfach so das Bett so trägt. Also, da muss man schon sagen, nicht schlecht, du. Und jetzt ruft der Geschäftsführer wieder an. So, das Nötigste haben wir erledigt, aber Sie könnten noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Was? Das wird allerdings Ihnen überlassen. Sie werden nicht zwingend benötigt. Alles hängt davon ab, wie sehr Ihnen Ihre Häftlinge und deren Umgang am Herzen liegen. Naja. Also, ich... Naja. Die Zelle könnte mit einem Außenfenster und einem kleinen Bücherregal aufgewertet werden. Hallo, der wird gleich hingerichtet. Ob der noch wird großartig dann... Naja. Und außerdem würde die Anlage mit einem hochwertigen Bodenbelag schön aussehen. Wäre es mit Parkett oder Mosaik? Na gut. Im Außenbereich könnten sie Beleuchtung anbringen und einen gepflasterten Weg bauen, wenn sie... Alter, was ich da nicht alles könnte. Da, das ist er wohl. Der kriegt gerade die letzte Ölung. Das ist der Mann. Edward Rums, der ehemalige Lehrer, kaum zu glauben. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, ob er diese Strafe tatsächlich verdient hat. Das Gesetz hat diese Entscheidung gefällt. Unsere Aufgabe ist einzig und allein, unsere Arbeit zu erledigen. Wenn Sie zufrieden sind, ist die Anlage einsatzbereit und Sie können den Häftling in seine neue Zelle überführen. Klicken Sie einfach ein Polaroid in seine Zelle an, um mit der Überführung zu beginnen. Was? In seiner Zelle, ist klar. Ah, okay. Ah, ich mach's ja. So, pass auf. Jetzt machen wir aber erstmal... Okay, ich sehe es ja ein. Der Mann, der ist jetzt kurz davor, dass er wegnippeln muss. Und da glaube ich, da kann man wirklich sagen, da kann man es echt noch ein bisschen schöner machen. Wobei ich, das ist der einzige Weg, der hier, naja. Dabei wollen sie ja nicht so sein. Ach, Lampe kann ich in einem Außenbereich anbringen. Klar, kriegen wir noch eine Lampe an. Ein Fenster, hier haben wir ja gesagt. Nee, der... Ich könnte zum Hinrichtungsraum, wäre ein bisschen makaber, dass er gleich weiß, was ihn da erwartet. So, und Bücherregal kriegt er rein. So. Und man kann hier auch noch das Ding fließen, oder? Machen wir da dann natürlich noch ein Parkettboden rein. Das ist doch nice. So. Wer kommt hier echt Parkett in den Hinrichtungsraum? Ja, ein bisschen Holz. Ist auch nicht schlecht. Den Weg zur Anlage. Den habe ich doch gemacht, dachte ich. Habe ich das nicht? Scheinbar nicht. Was habe ich denn da gemacht? Kann man wieder was abreißen? Tunnel verfüllen. Wände abreißen. Toll. Jetzt habe ich hier zwar den Gehweg gebaut. Aber scheinbar, also ich bekomme hier diese... Das Ding nicht weg erstmal. Klar, das ist natürlich, wenn man als Snoop... Warte mal. Objekt abreißen. Ja, das ist doch der Weg. Oder muss das ein Doppelweg sein? Das hat gar keinen Sinn. So, wie kriege ich die Platte da weg? Aber 62%, irgendwas wird da gemacht. So, passt. Muss man scheinbar so einen Doppelweg bauen. Alles klar. Ach, und da ist, das ist, okay, ich sehe ja schon. Ach, das sind überall Doppelwege. Okay, okay.
Hab nichts gesagt, ist ein Weg. So, jetzt mein Freund, letzte Ölung und so. Jetzt war's das für dich. War schön mit dir, aber ehemaliger Lehrer und so, ist einfach mal gut. Schaust auch schon so unfassbar kriminell aus, weil diesem Kerl keine Träne nach. Er ist ein eiskalter Mörder und voll schuldfähig, finde ich gut. Er hat sogar gestanden, möchte seine Version vom Tatgang hören. Ziemlich heftiges Zeug, es war etwa 30 Uhr, die Straßenlaternen waren schon an. Ich wusste, dass sie zu Hause war. Schaut aus, wie der Verbrecher aussieht, du. Absoluter Killer. Schaut da, wie es unschuldig im Bett liegt und wartet schon auf ihn und denkt sich, Schatz, ich warte hier schon auf dich, ich bin total nackig. Und was? Ach, okay. Okay, sie, okay. Das ist natürlich auch jetzt nicht cool, was dann sie macht. Ich wusste doch, dass ich euch beide hier erwische. Edward, ich? Nicht, tu das nicht. Was hast du vor? Tot. Tot. Okay. So. So kann man natürlich auch einen Mord in dem Spiel darstellen. Aua, aua, tut voll weh. Hab Kopfschmerzen. So, und er geht jetzt erstmal essen, oder? Nee, ich dachte schon. Jetzt auch kackendreist. Einfach erstmal noch schnell direkt an den Tisch hingehen und einfach mal nochmal sich einen ordentlichen Braten reinschieben oder so. Alter, der schaut aus wie Mickey Mouse. War jetzt nicht. Eindeutiger Fall, wenn Sie mich fragen. Verdient jedes Volt, das er bekommt. Jeder Mensch verdient Vergebung, auch er. Sind Sie sich Ihrer selbst so sicher, dass Sie ein solch endgültiges Urteil vollstrecken können? Seine Frau mit einem anderen Mann zu erwischen, ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat. Und er hat eine geladene Waffe dabei, weil er wusste, dass er die beiden zusammen vorfinden würde. Das ist gleich doppelter geplanter Mord. Er hat nach dem besten Wissen und Gewissen mit den Behörden kooperiert. Dieser Staat statuiert ein Exemplar an ihm. Hätte er sein Verbrechen 100 Meilen weiter nördlich begangen, hätte er eine lebenslange Haftstrafe vor sich. Soll das etwa Gerechtigkeit sein? Möchte dein Kerl wieder auf dem freien Fuß sehen? Ich schlafe besser, wenn ich weiß, dass er tot ist. Absolut. Oh, Telefon. Gute Arbeit bis jetzt. Ach, weiß ich doch. Es gibt da allerdings ein Problem. Der Hinrichtungsraum funktioniert noch nicht richtig, weil er keinen Stromanschluss hat. Na super. Wir müssen ihn an die Stromversorger anschließen. Ja, ich sehe schon. Im Moment haben wir das Gefängnis in der Versorgungsansicht geöffnet, in der wir gesamte Verkabelung angezeigt bekommen. Jedes Gefängnisgebäude ist über diese dicken unterirdischen Stromkabel das Stromnetz angeschlossen. Der Strom stammt aus der Transformatorenstation, die ihren Strom aus dem nationalen Netzwerk bezieht. Also finde ich schön, man wird hier gut rangeführt an alles. Wie Sie sehen, ist dieser gesamte Zellentrag ohne Strom, alle Lampen sind aus. Um das Problem zu beheben, müssen wir zuerst in den Versorgungsmodus wechseln, damit wir sehen können, warum diese Lampen keinen Strom bekommen. Ja, weil die Leitung nur zu kurz ist, weiß ich doch sofort. Ich bin doch Fachmann. Die nächste Stromkabel ist zu weit entfernt, unsere Ingenieure können in diesem Bereich nicht verkabeln. Bauen Sie Stromkabel in der Nähe um, diesen Gefängnistrakt anzuschließen. Zur Versorgung. Strom. So muss jetzt aber nicht jeder Raum einzeln. So, da kommen sie schon. Fleißige. Fleißige Bienchen. Eins fehlt noch. So, und zack, alles erfüllt. Auf einmal. Nice. So, und natürlich braucht jetzt auch der Hinrichtungsraum noch was. Die Lampen brauchen Strom, ihr neuer elektrischer Stuhl auch. Schließen Sie über die Stromkabel die Hinrichtungsanlage an das Stromnetz an. Wie gefallen euch denn eigentlich solche Spiele? Ist das was für euch oder sagt ihr damit langweilig euch zu Tode? Interessiert mich natürlich mal, eure Meinung oder in den Kommentaren zu lesen. Der elektrische Stuhl ist ein besonderes elektrisches Objekt, benötigt einen Stromzufuhr. Sie müssen direkt an die Hauptkabel anschließen.
Schauen wir, ob mal das so reicht. Oder ob ich da noch rüberlegen muss. Aber das sehen wir jetzt gleich. Also wie sie bauen, finde ich super lässig gemacht. Und wieder einer fehlt. Der letzte. Ja, läuft. Hallo? Wir sind fast fertig, glaube ich. Wir sollten den neuen Hinrichtungsraum aber zumindest einmal testen, bevor wir ihn in Betrieb nehmen. Ich werde den Strom für ein paar Sekunden einschalten, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Mach mal. Feuer frei. Ja. Hat nicht geklappt. Wir haben zu viel Strom gezogen und es ist eine Sicherung im Elektrizitätswerk rausgeflogen. Das ganze Gefängnis liegt im Dunkeln. Wir brauchen mehrere Saft, um die Spannungsspitze regulieren zu können. Die der elektrische Stuhl erzeugt. Ja, sieht so aus. First, we need to turn the power back on. Ah, okay, da ist noch ein Besetzungsfehler drin. Dazu müssen wir zuerst den Strom wieder einschalten. Dazu sind zwei Schritte nötig. Schalten Sie das Elektrizitätswerk wieder ein, indem Sie es anklicken und im angezeigten Menü Einschalten auswählen. Bauen Sie dann drei zusätzliche Kondensatoren ein, damit wir über ausreichend Leistungskapazität verfügen, um den elektrischen Stuhl zu betreiben. Danach testen Sie den elektrischen Stuhl noch einmal, indem Sie ihn im Menü anklicken und Einschalten auswählen. Ja, also, pass auf. Dann im Menü, was? Welches Elektrizität oder Versorgung? So, das haben wir gemacht. So. Elektrizitätswerk. Machen wir mal einschalten. Ah! Komm, baut schneller, ihr Lümmel. Da sieht man auch die Kondensatoren, die da gebaut werden. Sieht auch sozusagen hier die Auslastung, so wie das aussieht. So, das haben wir jetzt erreicht. Und jetzt müssen wir natürlich den elektrischen Stuhl einfach einmal testen. Da der ist schon in seiner Zelle. Einschalten. Ja, scheinbar läuft es hier mit der Spannungsspitze. Sehr gut, ich glaube, jetzt sind wir fertig. Alles, was jetzt passiert, haben wir nicht mehr in der Hand. Wir haben unsere Aufgabe professionell erledigt und darauf kommt es an in unserem Geschäft. Ja. Denken Sie nicht zu viel darüber nach, was jetzt geschieht. Das ist sehr angenehm, dass ich da... Oh ja. Kann ich dir helfen, mein Sohn? Lass mich mal. Suchst du nach Vergebung? Ich weiß nicht. Ich muss irgendwas unternehmen. Ich kann mit meinen Daten nicht weiterleben. Du musst dich stellen, was immer du getan hast. Du wirst dafür die Konsequenzen tragen müssen. Du kannst dir erst wieder ins Gesicht sehen, wenn du dich deiner Vergangenheit gestellt hast. Ich will das alles nicht ungeschehen machen. Ich will dir vergeben. Ich will, dass du mir vergibst. Gott wird dir vergeben, mein Sohn. Was auch immer du getan hast, du musst ihn nur darum bitten. Aber du musst dich auch für deine Taten die Gerechtigkeit stellen. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist soweit, Edward. Du hast das Richtige getan, auch wenn dir diese Welt nicht vergeben will. Bald wirst du bei Gott sein und er wird das letzte Urteil über dich sprechen. Jetzt alle. Schiebt ihn rein. Schiebt ihn rein. Okay. Entschuldigung. Bisschen pietätlos vielleicht. Aber das ist halt auch am Ende des Tages ist es und bleibt es ein Spiel. Muss man dazu sagen.
Hat nichts mit der Realität zu tun. Also nicht, dass ihr euch da hier gleich alle aufwiegelt und Aufstand auslöst. Zuschauer und so. Ich dachte, da gibt es immer noch Zuschauer in Amerika und so. Edward Romsey, Sie wurden das Zweifachmord des ersten Grades für schuldig befunden. Dafür werden Sie mit dem Tode bestraft. Haben Sie noch ein paar letzte Worte für uns? Susan, es tut mir leid. Und jetzt wird's zum Gott-Simulator 3.0 und wir dürfen ihn oben auch nochmal richten. So. Und damit ist das erste Kapitel nämlich auch durch. Und damit würde ich auch hierbei belassen und erst mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr dabei wart bei dieser Folge Angezockt von Prison Architect. Lasst mir doch eure Meinung zu dem Spiel da. Ich bin sehr gespannt und ich kümmere mich jetzt hier noch ums Feuer. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.